Das war aber cool. Das hat ihm jetzt gezeigt, dass wir trotzdem noch eine spaßige Seite haben und dass wir spielen wollen, aber es ist auch nichts Schlimmes passiert, wovor man ja gut Angst haben kann. Weil ich finde, man muss bei Life is Strange immer so heftig abwägen, ob man wirklich irgendwas gerade einfach leichtsinnig machen möchte, weil man sich denkt, hey, wir machen irgendwie was Spaßiges, weil, ja, es kann hier sehr, sehr, sehr schnell sehr schief gehen. Noch eine Wegmarkierung. Du, ich weiß auch nicht, was die bedeuten. Da ist ein Waschbär. It tells us to go straight. Guck mal. Daniel, come check this out. What? What? Be quiet. He'll take off. Ooh, raccoon. He's so cute. That raccoon will tear us apart. Let's go, bro. Tatsächlich können Waschbären ganz schön fies sein. Raccoons are way smarter than us. He'll find more food. Will der vielleicht das? This raccoon is related to the one on the road. Hey, don't think about stuff like that. Maybe they were brothers. Bruder. Like us. Makes me sad. Stop. Ich habe extra das tote Tier nicht angeguckt, damit du nicht jetzt diese Verbindung ziehst. Warum redest du trotzdem darüber? Ich wusste nicht mal, dass das ein kleiner Waschbär war. Ich will jetzt gerade nur noch mal einmal zurückgehen, weil ich mich frage, ob eventuell der Waschbär Bock auf das Katzenfutter hat. Schade. Hätte ich cool gefunden, wenn das jetzt quasi so eine kleine... So eine kleine Achievement-Hunterei gewesen wäre. Dass man nochmal zurückläuft, ihm was zu geben. Waschbären haben gruselige kleine Hände. Ja, das ist tatsächlich eigentlich ganz schön gruselig, ne? Weil die so kleine Händchen haben. Die haben, ja, so wie Babys. Ungelogen. Solche kleinen Händchen haben die. Total spooky. Wir müssen auf jeden Fall immer Daniel im Blick behalten, bevor der noch irgendwie hier weggezogen wird von einem Bär oder so. Ich weiß nicht, ob wir hier links lang gehen. I think this path leads to the river. Also hier müsste es wirklich eigentlich direkt runtergehen zum Fluss, weil rechts ist noch eine Wegmarkierung, wo es weitergeht in den Trailpfad. Aber hier muss es eigentlich direkt zum Fluss gehen. Ein umgestürzter Baum. That's one big tree. Das ist ein sehr großer Baum. Müssen wir ihm helfen? Ja. Okay. Now it's your turn. Hop on down. I'll catch you. Schwupp. How come nobody is out here? Huh? It's October. Oh lol, das ist wirklich Oktober. So why are we? Because we can. We're badass warriors. Ah, hier sind auch Bären. Cool. Daniel. Hey. Daniel. You hear that? Schlüpfen die gerade? Is that a bird's nest? Oh yeah. They're everywhere out here. At least they have a home. Come on. We're too big for a nest. Wir sind definitiv zu groß für ein Nest. Ei. Oh, man. I'm so... Okay, hier sollte uns eigentlich nichts passieren, wenn wir hier runtergehen, oder? This is pretty high up. Komm, ich helfe dir. Come on. I got you. Schwupp. Siehst du? Thanks. Alles cool. Oh, 9 Leute sind vom Raid rübergekommen. Hallo die Leute, die gerade bei Jackie und so waren. Herzlichen Dank für den Raid, Mann. Danke. Ich hoffe, ihr hattet einen coolen Stream gerade. Willkommen zu Life is Strange 2. Oh. Wie ein Klicker! Das ist einfach eine Anspielung an The Last of Us. What? Wie gut. Das sieht echt aus wie ein Klicker. Ja, das ist ein sehr gruseliger Pilz, über den ich nicht weiter nachdenken möchte, weil er eklig aussieht. Okay, wenn wir hier jetzt quasi den Slalom nach unten laufen, Daniel.
Habe ich mir jetzt einmal den Pilz angeguckt und schon ist er weg. Ist er direkt nach unten gerannt? I sure hope so. Ist er nicht ein bisschen zu jung, um das zu kennen? Ja, schon. Hallo Jackie und so. We've been walking for... Oh! I got you! Dude, you struck out. That did not scare me. Liar, liar! I saw your face. Danke, Campino. That was, surprise. Ich war überrascht. Maybe you scared me for like one second. I got you, I eat you. Don't mess with the zombie. Wenigstens ist er noch gut drauf. Wenn das erstmal umschlägt, dann wird es hier eine richtige Shitshow mit dem. Das sage ich euch. Wenn das erstmal umschlägt, hat man hier irgendwie eine schöne Aussicht oder so? Oder warum kann man hier hoch? I hope the animals out here aren't hungry. Stimmt nicht. Mittlerweile, oder bisher, finde ich, haben wir auch, also wir sind jetzt auch nicht viel rumgelaufen, aber bisher haben wir sehr wenig Dialog. Ooh. Aber wir sind auch mitten im Wald, like nur mit unserem Bruder. Kind of spooky. No. Actually, it's kind of perfect. For what? For us, man. Naja, außer es kommt ein Erdrutsch. I don't know. Come on, Daniel. Look, this could be our secret base. We could fight off any skeletons or creepers with some good traps. Cool. In that case, we definitely need to get a fire going first. Das ist eine gute Idee. Right. Yes. So what do we need? Zeug für ein Feuer. You know, shit to make a fire. Twigs, branches. Are you sure we can do this? Who can stop us? Nobody. So nämlich. Okay. Let's unpack. Finally. War es die richtige Wahl, ihn loszuschicken? Na, ihn alleine zurückzulassen im Lager klingt halt auch nicht so gut. Schießerei in Süd-Seattle. Sean, check it out. I already got one branch for the fire. Coming. Er ist immer noch in Sicht. Das ist richtig. So schlimm ist es nicht. Hey, er ist in Sicht. Sean, so schlimm ist es nicht. Let's have a race. Whoever finds three logs is the winner. Cool? Okay. You're brave to challenge me. So let's do it. No way you're gonna beat me. Was genau suchen wir gerade? Ach, ein Holzscheit. Okay. Yes, here's number two. Now this is what? Perfect. Er hat schon zwei? Ooh, Daniel is in it to win it. Als ob er schon zwei hat. Oh, ich habe aber meine beiden letzten. Nice and dry. I wish Noah was out here with me. We could build a fort. Hm. That's enough for a toasty fire. Ich habe drei. Hehe. Oder lassen wir ihn gewinnen? Meint ihr, er fühlt sich dadurch sehr viel besser? Weil wir haben ihn ja schon mal im Versteck spielen. If I let him beat me, he'll be happy. Das ist wahr. Da habe ich halt gerade auch drüber nachgedacht. Pass auf, komm, wir tun so, als ob wir ihm hinterherrennen. Nein! I win! Ah! Sean. Alright.
How much you got? It's all there. Yeah, okay. That should be enough for the night. See? Told you. I won. All right. We have a little time to explore before we light up the fire. Cool. I'll go check the river. Geh nicht zu nah an den Fluss, nicht, dass du wegschwimmst. Nicht, dass da voll die Strömung drauf ist. Dafür brauchst du aber, glaube ich, einen spitzeren Stock. Fast hättest du gewonnen. Ja, ich habe mich so angestrengt, wirklich. Es war echt sehr, 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 sehr knapp. Eine Schnitzerei. Our beloved friend Linda King. Damn, that's ancient. Ei. Hier in dem Wald gestorben, oder? Ui. Okay. Kratzer! Ha! Shit, those are bear claws. Hmm. I'm not gonna tell Daniel. Nee, das müssen wir dem nicht erzählen. Das müssen wir dem nicht erzählen. Ein Spinnennetz. Das können wir ihm erzählen. I ran into a web like that when I was a kid. Ew. Boah, würde man da reinlaufen, ich würde instant 10 Stunden duschen. Und baden. If Dad was here, he'd catch every fish. Oh, ein Stein. Ooh, rocks in water. Komm, wir ditchen ein. Hey, what are you doing, Sean? Ja, das verscheucht die Fische. You've never skipped stones? Yeah, but it was a long time ago with Dad. Okay, then show me. Watch me. Nee. Dude, come on. That's a boulder, not a rock. Here, you need a flat rock. Hold it like this. Look at my hand. Boom. Okay, I did it. Boah, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, ey. Sag ich das, glaube ich, das letzte Mal gemacht, als ich so 13 war. And spin your wrist when you throw. What did I do wrong? Versuch's nochmal. Not bad. Give it another try. Na, er könnte ein bisschen zu dick werden. Na. So close. Komm. Try again. You've almost got it. Oh, der sieht perfekt aus. Ja, wir versuchen es jetzt mal. Langsam geht's nicht mehr. The current's just too strong here. We'll try on a lake next time. Deal? Deal. Weil wenn er es jetzt 10 Mal versucht, das bringt ja auch nichts. I can't imagine when he'll find out what really happened. Ooh, we can yell as much as we want. Feels good to focus on something after all that shit. I should take a good schön. Look at the subject before drawing. Boah, das zu zeichnen wäre richtig schön, die Szenerie. Time to take the pen, dude. Jetzt darf ich wieder meine Maus schütteln wie so ein Irrer. Jawohl. Sieht gar nicht falsch aus. Ich grinse dabei mal. Ist das gut? Sieht das gut aus? Wenn mein Unterkörper wackelt und... Mein Oberkörper eher gesagt. Okay. Detaillierter beobachten. Starts by observing, like your teacher used to say. Okay, got it. Schüttel, was du hast. Ja, Mann. Oh. Behold my sword. Feel the blade. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, was wir hier haben. Jetzt unten noch das ranzeichnen. Cool. I think I'm ready to draw this. Oh.
Banshee, danke sehr für 6 Monate jetzt schon, wenn Malen im echten Leben doch auch so einfach wäre. Ja, es ist jetzt ja auch schon der 3. Oktober und es läuft ja wieder Inktober, dass man jeden Tag was zu einem Thema zeichnen soll. Ich wollte so gern wieder mitmachen. Krieg ich nicht hin. Yannick, nicht so viel vor deinem kleinen Bruder schütteln. Hey, stopp. Dad gave me this sketchbook. He was so fucking awesome. Pretty good. But I can add more details if I want. Okay, got it. Sieht halt echt schon richtig gut aus. Voll stark. Oh, der ist gerade hinten beim riesen Spinnennetz angekommen. Sehr schön. Ne, die Spinne würde ich auch ungern sehen, die das Riesennetz da hinten gebaut hat. Da bin ich voll auf deiner Seite. This almost looks like a peaceful memory. Almost. Guck mal, damit haben wir auch diese Zeichnung jetzt hier geschafft. So, wir wollten eigentlich fischen, ne? Aber irgendwie ist er dann direkt davon abgesprungen, von dem Gedanken. Ich liebe Inktober, habe aber nie mehr als ein Bild dafür gemacht. Same. Ich fange immer an mit richtig Power und habe richtig Bock. Dann mache ich es allerhöchstens 2 Tage. Ist dann BH? Und mehr auch nicht. Daniel, gehst du gerade zu dem BH? Daniel. Oh, er will weiter Steine schmeißen, glaube ich. Shoot, he... Oh. Sorry, Mr. Fish. Komm, wir bringen es ihm jetzt mal richtig nochmal bei. Watch me. Dude, come on. That's a boulder, not a rock. Ach, jetzt fängt das genau das gleiche wieder an. You need a flat. Wir versuchen es nächstes Mal. Das, also, es bringt so ja nichts. The current's just too strong here. Und eigentlich ist es ja auch nicht so wichtig, dass er wissen muss, wie man einen Stein schmeißt. Würden wir ihm jetzt was anderes beibringen, dann würde ich es eher verstehen. Thinks we're just going on a trip. I can't imagine when he'll find out what really happened. Ich dachte, wir fangen jetzt nochmal richtig an und bringen ihm das wirklich bei, indem wir uns vielleicht hinter ihn stellen. Ein Polaroid? Hope they had a better time than us. Ist das da ein UFO? Das ist auf jeden Fall nicht Max Caulfield, oder? Das wäre jetzt crazy, wenn wir hier ein Polaroid finden von Life is Strange 1. Von deren Kindheitstagen. Das wäre crazy. So, Feuerstelle. Hm. Gab mal eine Party, ne? Oh oh. Nice view. You can see so far. Komm. Wait, I'm coming. Das will ich mir von da oben auf jeden Fall auch angucken. Hallo Mr. Tubel, schön, dass du es zurückgeschafft hast. It's beautiful. Das sieht echt schön aus. Amazing, huh? See? It's not so bad here in the forest. Die Haare von Daniel gingen gerade richtig ab. Hey, look at those clouds. What do they look like to you? I don't know. Cotton candy? That's it? Cotton candy? I don't know. What do you see? Naja, ein Drache. A dragon. What? Where? Okay. There's the tail. And the horns. And the fangs. And the smoke coming out of its mouth. Oh, I see it. It's awesome.
it be cool if we had a pet dragon? Ooh, I see something else. Hi, Time Lady. There's a giant douchebag. Oh, yeah? Where? Right here. Right here, huh? Das ist schon echt schön. Kriegen es auch echt immer hin, solche so eine Szenerie so schön darzustellen, ey. Halleluja. Aber wir sind nicht hier, um nur zu chillen. Wir müssen noch ein Lager aufstellen. Oh, ich habe richtig Sorge vor der Nacht, dass da irgendein Scheiß passiert. Like, richtig Sorge vor der Nacht. Dann wollen wir mal das Feuerchen anmachen. Alright, Inanno. We're cave people now. Time to make fire. We make fire. Can I help? Puster. You have a big mouth like me, so come on. Blow. Yes. Dude, don't blow it out. Sorry. Sorry. I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. Jetzt gleich brennt sein Kopf. Ah, guck mal. Da ist doch schon.